Einen schönen Juden, meine Guten. Nein, es gibt keine neue Maschine und es gibt kein neues Produkt. Aber ihr habt nach Bratwurst gerufen und der liebe Onkel muss natürlich seinen Senf dazugeben. So, ja, ich hätte schon früher ein Video drüber gemacht, leider hatte ich keine Zeit. Ich habe es aber in den Facebook-Gruppen bei uns in der Gemeinschaftsgruppe schon gesehen, in den Telegram-Kanäle, im Kanal bei mir und natürlich auf Facebook, dass viele, viele Leute drüber schimpfen. Ich habe ja gesagt, hier oben mit dem, wir fangen von vorne an hier, mit dem Buch hier, mit dem Deko, ja, da kriegen wir nicht, da müssen wir kaufen. Und hat er da oben gesagt, gibt es jetzt im Moment nicht mehr zu kaufen, wo ich gesagt habe, überlegt euch das gut, ob ihr das wirklich kaufen wolltet, da, weiß ich nicht, ein bisschen über 40 Euronen ausgeben. Ich jedenfalls nicht und habe gesagt, dann pfeife ich drauf, dann ist das Buch halt nicht voll, irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr gibt es das auf jeden Fall und dann ist es dann halt voll. Weil ich habe gerade, irgendwer hat mich auch angeschrieben, stimmt, ich habe das Angelbuch habe ich auch geguckt, das Angelbuch habe ich immer noch nicht voll. Ich spiele jetzt schon bald, ja, 11, 12 Jahre und ich habe das Angelbuch immer noch nicht voll. Da fehlen ein paar Gewichtsfische, ist schon relativ voll, aber es fehlen ein paar Gewichtsfische und ein einziger Fisch. Viel komplett. Wir können ja noch mal rüber gucken. Für der ein oder andere interessiert es vielleicht. Gucken wir mal rein. Hier ist das Buch. Ja, guck mal, hier haben wir schon relativ voll. Hier fehlt schon wieder beim Lachs das höchste Gewicht. Hier beim Bitterling fehlen drei Gewichte. Da hinten hier bei den gesprenkelten Hasel fehlen auch noch zwei. Wie gesagt, hier fehlen auch noch zwei beim Stint. Ich habe schon recht viel. Also schon noch recht voll. Guck mal, hier ist einer, der komplett fehlt. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Wer es hat oder weiß, kann es ja nochmal in die Kommentare reinschreiben. Hier fehlen Gewichte. Hier ist voll, hier ist voll. Also ist schon gut gefüllt, aber es fehlt immer noch einer und ein paar Gewichte. Gibt es irgendwie bekomme ich die nicht. Und ich spiele schon über 10 Jahre, wie gesagt, 11 oder 12, 13. Ja, 12, 11, 12 sind es ungefähr. Ich weiß es nicht genau. Aber über 10 Jahre auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, dann pfeife ich auf dieses Buch auch. Jetzt gibt es natürlich hier vorgestern natürlich zwei Events auf einmal. Da war natürlich auch das Geschrei groß. Es ist hier einmal hier diese Aufgabenleiste. Da gibt es auf einmal, oben verschwindet das und auf einmal bekommen wir hier für Oma schon mal ein paar Dekos, was ich schon gesagt habe. Und hier natürlich gibt es auch nochmal eine Deko zum Schluss. Okay, ist euch schon mal aufgefallen? Die liebe Yvonne hat das auch bei uns schon aus der Gemeinschaft, hat das schon erwähnt gehabt, dass es im Moment viele Dokumentenrollen gibt. Das stimmt. Guck mal, hier gibt es auch schon wieder 5. Wir bekommen aber auch eine Menge extreme Dekos. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hinstellen soll. Ich habe die schon hier, diese Rock'n'Roll-Zeug, habe ich alle schon eingesammelt gehabt. Weiß gar nicht mehr, wo ich das hinstellen soll. Ja, hier ist ein bisschen Platz, aber bevor das hier fertig wird, ob es neues Land kommt, ich spekuliere mal. Könnte sein, aber ja, überlegt mal, wie viele Rollen wir hier eigentlich brauchen. Eins hätte ich hier schon fast voll. Fehlen mir noch so ein bisschen Ausbaumaterial. Aber hier, guck mal, ja, sind immer noch 21 hier und hier auch wahrscheinlich 22, bis wir diese Rollen fertig haben. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. So, habe ich gerade gesehen, den Farmpass. Oh, da habe ich schon mal wieder eins. Ein bisschen Erweiterung. Da haben wir den Weg. Hier, super. Und oh, hier kriegen wir nochmal, zack. Bekommen wir hier nochmal ein paar EPs. Hier nochmal Zaun. So, das war es dann auch schon. Okay. Hier hatten wir den, ja, den Weg finde ich jetzt auch nicht so toll, tue ich auch nicht hin, den Zaun finde ich auch nicht so toll, tue ich auch nicht hin. Wie gesagt, die Dekos verschwinden einfach in Inventar rein, die stelle ich einfach nicht hin. Ist einfach zu viel, weil dann ist wirklich, müsste man eine Parzelle neben der anderen machen, irgendwas anderes ist im Moment extrem viel. So, was haben wir hier noch? Ach ja, ja. Bekommen wir ja hier auch nochmal für ein globales Ereignis. Hat man ja geschafft. Das war auch ein Witz. Die haben da so lange verlängert. Sollte ja eigentlich Sonntag Schluss sein. Und dann war es ja am Montag nochmal, hatte ich es ja auch gesagt gehabt. Und dann wurde es nochmal verlängert am Dienstag. Bis wir es dann endlich bekommen haben. Ja, wir gucken sie uns nochmal schnell an hier. So, stellen wir hier mal hin. Fürs Thumbnail. So, haben wir einmal hier den Klamotte.
kommt natürlich auch rein und natürlich eine extra Deko. Und dann fürs Buch hier, ja, bekommen wir da unten die Deko. Wobei diese Schweineangel-Deko da unten, dieses Angelspiel mit den Schweinen, stelle ich mir auch nicht hin. Wird wahrscheinlich auch im Inventar verschwinden. So, das soweit dazu. Und dann haben wir hier ja natürlich County Fair. Wie gesagt, hatte ich ja auch schon. Macht das jeden Tag auf jeden Fall. Ist natürlich eine Menge. Und dann hier diese Leiste. Ich habe gestern schon gelöscht. Im Übrigen gibt es hier auch Bestenlisten. Platz 39 war auf Platz 7 das Beste gewesen. Ja, ich habe aber auch schon gelöscht. Da waren zwei, drei Mal Marmelade. Ja, der Marmeladenpack, der muss einfach laufen. Und dann ist da verschiedene Marmeladen drin. Ne? Schaffe ich nicht. Dann war es Eis gewesen. Und dann irgendein Gerät. Über drei Produkte in einem selben Gerät. Ich glaube, Eis war das gewesen. Genau, da war einmal so ein Erdbeereis, dann war so ein Orangensorbet und irgend noch ein anderes Eis war es gewesen. Dreimal hintereinander und ihr wisst selber, so ein Eis dauert anderthalb bis zweieinhalb oder zwei, dreiviertel Stunden und unmöglich zu schaffen. Dann fängt man irgendwann mittags an oder wie auch immer, weil man vorher nicht kann, arbeiten muss oder whatever. Und ja, abends ins Bett und nachts stehe ich dafür. Ich stelle mir keinen Wecker, um dann irgendwelche Eis aufzustellen. Das mache ich nicht. Da habe ich dann auch gelöscht oder ich habe sie mir aufgehoben, je nachdem. Für den anderen Tag habe sie dann da fertig gemacht. Dementsprechend fehlen natürlich aber auch zwei. Ich rate euch natürlich, löscht hier nicht zu viele Aufgaben. Wir wollen natürlich bis zum Schluss hier natürlich auch drei Dokumentenrollen kriegen. Hier kriegen wir natürlich zwei Puzzleteile. Ich habe hier auch Puzzleteile, aber wer mein Montagsvideo gesehen hat, weiß ja, dass ich komplett jetzt schon voll bin. Mit dem Angel, mit den, sag mal schnell hier, mit dem Buch. Und die verschwinden jetzt einfach. Die werden nirgendwo gespeichert. Eigentlich schade für die nächsten. Hier alles voll. Ich habe es geschafft. Fluch oder Segen? Ich weiß es nicht. Weil die Puzzleteile gehen mir einfach verloren. Im Prinzip müsste das irgendwas anderes sein. Dann sollte man doch Dokumenten rollen. Wenn einer schon so wie ich voll hat. Es gibt wahrscheinlich viele, die schon das Buch voll haben. Und dann sollte man doch irgendwie Dokumentenrollen raushauen oder sowas, ne? Finde ich eigentlich nur fair, anstatt dass sie dann wirklich verschwinden, weil im Tal habe ich dasselbe Problem. Ich glaube, ich kann sie gar nicht kaufen, weil hier oben, Alter, da war es doch eben schon gewesen. Da ist eine Dokumentenrolle, ja. Und da ist ein Puzzleteil und da ist ein Puzzleteil. Ich glaube, das geht dann gar nicht mehr zu kaufen. Ja, kann ich nur die zwei Dokumentenrollen und kann die Puzzleteile eigentlich gar nicht speichern. So, das werde ich mir auch nochmal kaufen. Gönn dir, genau. So, Belohnung einsammeln. Ja, es ist ja wieder mit den Zootieren hier. Da oben ist ein Zootier. Und da ist noch eins. Werde ich natürlich mal schnell holen. Wenn sie schon mal da sind. Ich bin hier in so einer kleinen, geilen Ecke. Wenn man hier so ein bisschen rumfährt, ist das richtig nice. Hat man hier alles drin. Den Fischladen hier, den Burgerladen. Und ja, kann man hier so ein bisschen rumdüseln. Machen wir auch schon mal gleich mal abliefern, wenn er nicht gleich kaputt geht. Und hier noch so eine Tankstelle hatte ich aber, glaube ich, in irgendeinem Video hatte ich das auch schon mal erwähnt. So, dann fahren wir hier noch mal hin. Da unten ist noch ein Elefant, nehmen wir den mit. 8 Stück. 1, 2, 3. Ja, komm. Fahren wir hin. Holen wir noch mal ab. Oh, habe ich mich jetzt vertan? Komme ich dann überhaupt wieder zum Zoo? Weiß ich jetzt gar nicht. So, dann holen wir hier einmal. So, das beliefern wir und dann fahren wir hier hin. Dreimal. Nein, oh mein Vatan. Ah, hätte ich genauer hingucken müssen. So was Doofes aber auch. Aber wir kriegen ja noch genug Sprit. Ja, fehlt mir ein Sprit. Was muss ich denn heute tun, um Sprit zu erlangen? Na, hier ist es nicht drin, da ist es drin, ne? Angeln, Hühner füttern. Ja, guck mal, 20, ein paar Mal Hühner füttern oder einmal ein LKW, da habe ich auch schon zweimal LKW losrappeln. Habe ich das auch, ja, kein Problem. Komm, machen wir mal schnell. Machen wir mal schnell, zack. So, hier einmal. Ich brauche sowieso Platz für die Aufgaben hier zum Einsammeln. Insgesamt haben wir noch hier 4,5 Tage. 15.000, ich glaube, ich habe ausgerechnet, 7 Tage waren es insgesamt. Ich glaube, knapp jeden Tag 2.000 und ein bisschen. Dann schafft man diese Leiste auch an Punkte. So, und dann holen wir hier, ja komm, 1.600, egal. So, guck mal, jetzt können wir drehen. Jawohl. Holen wir nochmal. So. Und dann fahren wir natürlich hier zum Zoo hin.
und warten eine halbe Stunde und dann holen wir uns die Punkte natürlich dann auch ab. Und dann haben wir schon wieder was auf Gotto. So, das war's für heute. Haben wir hier schon was Neues noch nicht drin? Ne? Ich habe schon die neuen Ereigniswoche gesehen, aber noch keine Beschreibung dazu. Ereigniswoche vor 5 Tagen. Mal gucken. Wenn sie morgen kommt, werde ich es rausbringen. Ansonsten gucken wir am Montag. Bis dahin wünsche ich euch natürlich auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Viel Glück da draußen. Schönes Leben wie immer. Euer Onkel Jens.